Hauptgrund für eine Änderung im Spülbetrieb war natürlich, dass wir eine sehr alte Maschine hatten, die einfach wirklich auch technisch überaltert war und dadurch einfach ein Neuaustausch nötig war. Und in dem Zuge war es uns natürlich auch wichtig zu schauen, was gibt es momentan neu auf dem Markt, wie kann man einfach auch diesen doch recht kleinen Raum optimal technisch nutzen, auch natürlich mit dem Gedanken, was geht vielleicht automatisierungstechnisch hier noch. Wir haben hier eine alte Bitronic stehen gehabt, die auch schon ihre 20 Jahre auf dem Buckel gehabt hat und dementsprechend hat es Sinn gemacht, dass wir da über den Austausch nachdenken. In den ersten Gesprächen ist dann rausgekommen, auf was legt der Kunde Wert. Wir haben hier eine beengte räumliche Situation, dann haben wir noch die Schwierigkeit hier mit dem halbrunden Gebäude, dass es sichelförmig ist, auch die Spülküche hier. Und wie kriegen wir hier in der Größenordnung, wir reden ja hier immerhin von 1500 bis 1600 Verpflegungsteilnehmern pro Durchlauf mittags in 2-3 Stunden, wie kriegen wir hier eine optimale Lösung rein unter den Gesichtspunkten Wirtschaftlichkeit, eventuell Personaleinsparung, weil wir haben ja überall das Problem, wir kriegen kein Personal mehr. Und wenn wir so eine Maschine austauschen, dann sollte man Automatisierung mit in Anbetracht ziehen. Und das waren eigentlich die drei Hauptkriterien: Wirtschaftlichkeit, hauptsächlich Personal und natürlich Effizienz. Ich habe eigentlich sozusagen zwei Maschinen in einer. Ich habe einmal meine ganz normale Bandspur für mein Porzellan-Glasgeschirr und ich habe eine extra automatische Spur für meine Tabletts, für mein Besteck. Was natürlich hier auch das Handling um einiges erleichtert. Wir sind hier auf die Bluefire gekommen aus dem Grund, die Verbrauchswerte von dieser Maschine sind deutlich geringer als von der alten Maschine. Das heißt, wir brauchen hier im Schnitt maximal 180 Liter Wasser pro Stunde, Frischwasserverbrauch. Und das für eine Maschine in der Größenordnung mit 1,22 Meter Durchfahrtsbreite. Zusatzkriterium war natürlich hier, dass wir eine Automatisation mit reinkriegen. Das heißt, wir haben hier bis zu 30% Personaleinsparung generieren können und bei weniger Platzbedarf zu der vorherigen Lösung. Es sind auch wirklich Mitarbeiter, die schon jahrelang bei uns im Spülbereich tätig sind. Und das ist natürlich auch ein Highlight. Wir dürfen an eine neue Maschine und die sind da, das ist ja Augapfel. Kundenfeedback ist sehr gut. Also das heißt, wir haben hier natürlich genau den Nerv getroffen, weil sich auch die Branche gerade im Moment wahnsinnig ändert. Wir haben ein riesen Personalproblem und daraufhin sind natürlich solche Maschinen wie die Bluefire die ideale Lösung, weil wir kombinieren hier, sage ich mal, mehrere Maschinentechnologien in einer und können hier natürlich auch wirtschaftlich Personaleinsparung, Energieeffizienz, Ökologie, Ökonomie dementsprechend sehr gut punkten. Ich habe einfach wirklich viel Leistung in wenig Gerät. Myco, the clean solution.